Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Dienstag, der 2. Juni 2020. Der 2. Juni ist ein Tag, an dem man an Sexarbeiterinnen, Prostituierte denkt, also ihnen auch einen Tag widmet, ihrer Arbeit, sie würdigt. Und natürlich würde es sich anbieten, jetzt über die Nana zu sprechen, die Prostituierte, die sowohl Zola als auch Manet fasziniert hat. Und überhaupt das Phänomen, dass ob Manet, Flaubert, Maupassant, Zola, viele Künstler des ausgehenden 19. Jahrhunderts offenbar total fasziniert waren von der Figur der Prostituierten. Sie taucht in unendlich vielen Romanen auf, auch bei Balzac. Aber ich möchte heute einen anderen Geburtstag, wie alle Feuilletons übrigens, feiern. Heute ist auch der 100. oder wäre der 100. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki. Die Älteren werden sich an diese Persönlichkeit des öffentlichen Lebens der, sagen wir mal, 70er, 80er, vielleicht auch schon früher Jahre und auch der 90er in der Bundesrepublik erinnern. Den Jüngeren erzähle ich ganz kurz. Marcel Reich-Ranicki war ein hochgebildeter junger Mann, der in Polen aufgewachsen ist, 1920 in der Nähe von Posen geboren wurde, sich, weil er jüdisch war, verstecken musste während des Zweiten Weltkriegs, zusammen mit seiner sehr geliebten damaligen Verlobten Theophila, die dann später seine Ehefrau wurde. Und er kam 1958 nach Deutschland in die Bundesrepublik trotz vieler Vorbehalte und wurde eine der prägenden Persönlichkeiten des literarischen Lebens. Er hat nicht nur viele Rezensionen geschrieben für die FAZ vor allem und dort eine Reihe aufgemacht, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sondern er hat auch das Fernsehen entdeckt als Medium, möglichst vielen Menschen die Literatur nahezubringen. Das war damals durchaus neu, innovativ. Er hatte dort in der Runde sitzen Helmut Karasek und Sigrid Löffler und dann immer einen Gast, einen Literaturkritiker aus der Szene oder eine Kritikerin. Und damals war es auch so, als ich jung war und in die Schule ging in den 70er Jahren, aber auch als ich noch studierte in den 80ern, dass Literaturkritik eine große Kunst war, dass man sehr viel Voraussetzungen erfüllen musste, um in eine der großen Zeitungen schreiben zu dürfen. Man musste nicht nur sehr viel über Literatur wissen, um Neuerscheinungen geschickt einordnen zu können. Man ordnete sie auch noch ein. Heute werden ja überwiegend einfach nur die Inhalte nacherzählt. Aber es gab eben auch das Ethos mit diesem Urteil, eine Marke zu setzen. Und es gab damals auch noch solche Streitereien, wenn zum Beispiel die FAZ ein Buch von Martin Walser toll fand, dann hat die Süddeutsche Zeitung sich gegen positioniert oder wenn der Spiegel was toll fand, hat die FAZ gesagt, nein, nein, damit können wir gar nichts anfangen. Also es war so ein sportlicher Wettbewerb auch. Und Marcel Reich-Ranicki fiel eben dadurch auf, dass er mit geschliffenen Worten und sehr viel Temperament seine Meinung vertrat, aber eben auch begründen konnte. Und in diesem literarischen Quartett wurden eben Neuerscheinungen besprochen, die noch nicht sanktioniert waren, wo es noch nicht ein einhelliges Urteil gab, wo man sich also auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen musste. Er hat damals mal gefragt auf von Günter Grass, das erzählt er in seiner Biografie, wer er eigentlich sei, was seine Identität wäre, was sind sie denn nun eigentlich, ein Pole, ein Deutscher oder wie? Da schreibt er dazu, die Worte oder wie deuteten wohl noch auf eine dritte Möglichkeit hin. Ich antwortete rasch, ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude. Grass schien überrascht, doch war er offensichtlich zufrieden, ja beinahe entzückt. Kein Wort mehr, sie könnten dieses schöne Bonmot nur verderben. Auch ich fand meine spontane Äußerung ganz hübsch, aber eben nur hübsch. Denn diese arithmetische Formel war so effektvoll wie unaufrichtig. Hier stimmte kein einziges Wort. Nie war ich ein halber Pole, nie ein halber Deutscher, und ich hatte keinen Zweifel, dass ich es nie werden würde. Ich war auch nie in meinem Leben ein ganzer Jude, ich bin es auch heute nicht. Was er war, war ein grandioser Literaturmensch. Er hat für die FAZ diese Reihe gegründet, Frankfurter Anthologie. Da wurde immer jemand gebeten, ein bekanntes Gedicht, das er ausgewählt hat,
zu besprechen. Und das kam dann immer unten in so einen Kasten in der FAZ, meistens samstags, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Besondere war, dass er peu à peu den deutschen Kanon nicht nur bereicherte, sondern auch in der Wahrnehmung, vor allem durch die Nazizeit und die unmittelbare Nachkriegszeit verschoben, die Wahrnehmung wieder darauf richtete, wie viel jüdische deutsche Dichterinnen und Dichter es gegeben hat. Ich hatte das große und unerhörte Glück, Marcel Reich-Ranicki einmal kennenzulernen, nachdem er im Berliner Ensemble aus seiner Biografie Mein Leben vorgelesen hat. Wir saßen zusammen mit dem Schriftsteller Hans-Christoph Buch und einer jungen Frau vom Verlag, glaube ich, die damals mitarbeitete, die ich nicht kannte, also in relativ kleiner Runde zusammen. Und Marcel Reich-Ranicki fragte, was ich denn so täte, was ich denn so mache. Und ich habe ihm erzählt, dass ich eben auch mich für die Literatur engagiere und begeistere und auch meinen ersten Roman veröffentlicht hatte. Daraufhin durfte ich über das Gedicht Vorfrühling von Hugo von Hofmannsthal in dieser Frankfurter Anthologie eine Gedichtinterpretation schreiben und deshalb stehe ich da auch vorne drauf. Da war ich ungeheuer stolz. Und an diesem Abend kam es dann auch dazu, dass Herr Reich-Ranicki, der ein großer Charmeur war, ein bisschen mit mir flirtete und mir auch seine Hand aufs Knie legte, also etwas, was heute ein No-Go wäre, und das aber so nett tat und Kindchen sagte zu mir, aber mit so viel Respekt in der Stimme, dass man das einfach so nett aufgenommen hat. Mein Lieblingsbonmot von Reich-Ranicki, und damit möchte ich für heute schließen, war: Man muss kein Spiegelei sein, um über ein Spiegelei schreiben zu können. Das fand ich immer toll. Bis dahin, eure Tanja. Tschüss.